Der Geheimköder des Tages kommt wieder mal aus dem Schmuckschrank und ist ein in Osteuropa handgefertigter Stint. Super realistisches Teil, besonders angetan hat es mir der Paddelschwanz und die realistisch anmutenden Augen. Hier mal der Vergleich, links Industrieprodukt aus der Tüte, rechts Handmade. Das Ding hat sogar noch einen großen Bruder und wenn ihr nicht wollt, dass diese Ziege hier stirbt, gebt mir mal ein Abo.